Liebe Leute, ihr habt ein bisschen technische Probleme, dann lasst mir jetzt unseren Manuel sprechen, Teil vom Orga-Team. Und wie gesagt, ich soll sagen, stolz auf ihn. Das Herz, die Seele unserer Organisation. Ich bin stolz, dass er bei Wort an euch richten wird. Lieber Manuel, servus. Ja, servus Deutschland, servus Österreich. Also ich bin jetzt eigentlich vollkommen unvorbereitet. Ich weiß nur, wir sind heute hier, weil die Grenzen geschlossen sind, weil wir wieder offene Grenzen haben wollen, weil wir uns wieder verbinden wollen. Denn das, was uns momentan genommen wird, ist die Verbindung. Die Verbindung zwischen uns Menschen. Umarmungen, Küssen, all das wird uns genommen. Ein jeglicher sozialer Kontakt. Wir sollen auseinandergetrieben werden. Und solche Sachen, das macht die Regierung mit uns. Auf deutscher Seite und auf österreichischer Seite. Und ich finde das echt scheiße, muss ich euch ehrlich sagen. Diese Zeit hier, in der ich aktiv geworden bin, habe ich so viele Menschen kennengelernt. Mich mit so vielen Menschen umarmen, das hat meiner Seele so gut getan. Und auch meine Gesundheit. Und das ist etwas, was viele hier nicht wollen. Dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir nachdenken darüber, was hier überhaupt in der Welt passiert. Und ich denke, das, was wir jetzt am meisten brauchen, ist wieder Verbindlichkeit, Zusammenkunft, Verbindung, Brücken bauen. Und da möchte ich natürlich auch ansprechen, dass wir uns selbst an der Nase nehmen sollten. Denn wir selbst spalten auch in der Gesellschaft, dadurch, dass wir Schubladendenken haben, dass wir in A und B kategorisieren. Anstatt, dass wir einfach eins sind, dass wir eine Menschheitsfamilie sind. Und genau diese Menschheitsfamilie sollten wir jetzt wieder in unser Herzen finden. Wir sind alle eins und wir sollten zusammenhalten. Und dann kann uns auch keine Grenzen mehr aufhalten. Und in diesem Sinne möchte ich ansprechen, am 14.02. ist Tag der Liebe. Es ist nicht mehr Valentinstag, nein, es ist Tag der Liebe. Denn wir sollen alle wieder zusammenfinden. Es soll nicht sein, dass wir hier nur auf Schenken aus sind, sondern dieser Tag ist dafür da, dass wir alle wieder zusammenkommen, auch mit unseren Feinden, dass wir Bogen glätten, dass wir wieder uns mit denen verbinden können, denen wir jetzt vielleicht etwas übel genommen haben. Dass wir einfach wieder in unser Herz gehen und nicht mehr aus dem Verstand handeln, sondern wirklich wie Menschen. Dass wir einfach wieder Mensch sind und eben diese Grenzen, die uns da aufgebunden werden, dass wir die überwinden können. Ich hoffe, wir schaffen das alle. Am 14.02. ist die Initialzündung für ein menschliches Zeitalter. Und in diesem Sinne möchte ich mich schon wieder verabschieden. Ich hoffe, dass das, was die Polizei hier macht, nie wieder geschehen wird, dass sie uns voneinander trennt. Ich hoffe, dass die Grenzen offen sind und hoffe, dass wir bald wieder frei sind und menschlich sein können, so wie es sein sollte. Hallo Freunde, es ist so, Deutschland und Österreich ist es kalt. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns in Bewegung setzen, jeder in sein Land, und wieder ein Zeichen setzen und miteinander spazieren. Das tun wir zur Gesundheit, für die Gesundheit. Ich habe nur eine kleine Ansage. Unser Orga-Team hat sehr viele Kosten gehabt. Spendet uns alle ein bisschen, helft uns, unterstützt uns. Wir haben sehr viel bewegt in den letzten Monaten. Wir haben sehr viel getan für euch. Wir sind für alle da. Wir sind eine große Organisation, die was mittlerweile wächst. Die eine ist österreichweit, die andere ist deutschlandweit. Unterstützt das Organisationsteam. Wir müssen wachsen, wir müssen mehr werden. Und Österreich geht auf der Münchner Straße spazieren. Und Deutschland, ich komme in Deutschland rauf. Geht's bitte. So, lieber Alex. So, da habe ich jetzt jemand von euch, den Herrn Kollegen Ehrlich,
der was organisieren wird, und das war eine ganz tolle Geschichte, eine Lichtübergabe. Und dann darf ich an dich übergeben. Bitteschön. Liebe Freunde in Österreich und in Deutschland, heute sind wir hier, um die Flamme der Freiheit, die in Österreich derzeit so hell lodert, symbolisch und praktisch nach Deutschland weiterzureichen. Wieder zurück, denn wir haben sie ja letztes Jahr von euch übernommen. Wir spielen zusammen, wir halten zusammen, und das werden wir jetzt in einem symbolischen Akt gemeinsam feiern. Alexandra Motschmann und ich werden das hier gemeinsam moderieren. Thomas Schaurecker bringt uns die Flammen noch nicht gleich, Thomas. Und Bernd Bayerlein wird sie hinübertragen auf die deutsche Seite. Alexandra, möchtest du dazu was sagen? Ja, wir werden Brücken schlagen. Und der Manuel hat es auch schon gerade gesagt. Wir vergeben. Wir geben, vergeben jedem Menschen, weil wir geben seine Taten ihm wieder zurück. Und er kann damit machen, was er will. Weil wir sind in der Liebe. Und wir werden weiter immer Liebe haben, weil wir sind Menschen. Wir sind Menschen an eine Menschenfamilie. So. Während Thomas uns das Licht von der österreichischen Seite bringt, einmal gemeinsam, Herr, höre uns, kurz muss weg! Wir werden geführt, das was wir tun, ist das Richtige, im Namen der Liebe, im Namen der Menschlichkeit. Darf ich dich bitten, Thomas, die Flamme und das Licht. Ja, und kurz, nicht nur kurz muss weg. Die Flamme und das Licht an Bernd zu übergeben. Die Flamme der Liebe, die Fackel der Freiheit. Bernd, würdest du das aus Österreich nach Deutschland hinübertragen? Es ist mir eine große, große Ehre und ich freue mich, die Aufgabe übernehmen zu dürfen. Danke, Alexander. Und symbolisch, während du auf dem Weg bist, auf die deutsche Seite, gemeinsam, Söder muss weg! Söder muss weg! Söder muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Kurz muss weg! Kurz muss weg! Ich darf an dieser Stelle auch noch ein besonderes Dankeschön aussprechen an einen Mann, der heute nicht reden durfte, aber Ordner gemacht hat. Und da sieht man die Demut, wenn ein Bundestagsabgeordneter hier als einfacher Ordner ist. Dankeschön, Hans-Jörg.